Hallo zusammen, ich wollte euch mal zeigen, was in Unity möglich ist. Und zwar die Grafik hier. Schaut euch mal diese geilen Texturen an. Das ist Unity. Ich kann es auch nicht glauben. Aber einfach schöne Texturen reinladen, daraus Materials machen und schon habt ihr so eine schöne Grafik hier in Unity. Geht relativ einfach. Texturen, die ich hier benutzt habe, waren alle kostenlos. Und die Steine sind auch kostenlos und der Boden auch. Und dieses HDR Skybox Material ist auch kostenlos. Das heißt, alles, was ihr hier seht, könnt ihr jetzt gerade selber in eurem Spiel einbauen. Und dann zeige ich euch noch mal ein bisschen mehr. Diese Straßentextur, hier ein bisschen Schnee und hier der Stein, der poppt richtig schön raus, obwohl es einfach nur eine Plane ist. Das heißt, das zieht performancetechnisch nicht viel. Und er wandelt aus Normal Maps und Height Maps das Ganze hier in schöne Rundungen um, dass man das Gefühl hat, diese Steine sind wirklich so geformt, obwohl sie nicht so geformt sind. So, dann zeige ich euch noch ein bisschen Wasser. Gehen wir mal die Steine hoch. Und das hier ist ein Shader. Heißt, wir haben nur eine Plane, wir haben nur einfach ein Viereck. Und darauf ziehen wir ein Material, ein Shader-Material, was eben Wasser heißt. Und dieser Shader sorgt dafür, dass die Vertices sich im Raum bewegen. Das heißt so viel wie, naja, ihr seht es selbst, was es macht. Das heißt, ihr könnt mit einem simplen Shader dafür sorgen, dass diese Plane so aussieht, als ob es wirklich Wasser ist. Und das finde ich sehr schnieke. Ihr könnt auch alles Mögliche einstellen bei diesem Wassermaterial. Das zeige ich euch mal. Hier haben wir es und ihr seht, es ist nur ein Viereck. Wenn ich hier diese Main-Textur skaliere, seht ihr, die Textur wird hochauflösender. Und wenn ich hier die Foamline ändere, ändert er, wie stark man das Wasser sieht, beziehungsweise ja, mit Berücksichtigung des Randes, ne? Und wenn wir hier jetzt mal sagen, okay, mach mal ein bisschen krassere Wellen, dann sieht das Ganze ganz schnell so aus. Und da merkt man wirklich, was er hier berechnet. Diese Wellen, die entstehen durch Sinusberechnung. Heißt, ihr könnt euch den Code gern mal anschauen. Und ich kann ihn auch reinstellen. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr das möchtet. Ansonsten, bei den Materials, das waren wirklich einfache Schritte. Das ist jetzt ein Subdivision, nee, wie heißt das? Substance Material gewesen, aber ich zeige euch mal ein anderes, ganz normales. Da habt ihr zum Beispiel hier diese Cobble-Textur, dieses Cobble-Material. Und hier können wir alles Mögliche einstellen, die Smoothness zum Beispiel. Wie krass dieser Stein reflektieren soll. Ihr habt eine Heatmap, wie hart diese Steine rausploppen sollen. Ihr seht es unten bei dem Stein ganz gut. Und diese fünf Texturen waren alle kostenlos, die könnt ihr euch ziehen. Wenn ihr die nicht selber findet, kann ich sie euch auch verlinken. Ansonsten wäre es das mit dem kleinen Showcase. Ich hoffe, eure Augen wurden verwöhnt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht und dann mache ich das, ne? Ciao, ciao.